Dominik, Simon, Götzen, Götzen und Tobias. Tobias Götzen ist auch dabei. Das heißt, hier sind Götzen, Götzen und Götzen. Und wir haben mal die Webcam angemacht. So sieht's aus. Einige zum ersten Mal. Zu Weihnachten hin. Und damit es nicht zu einfach wird, haben wir uns mal den Powered Cube Draft angetan. Wir haben eigentlich gar keinen Plan. Wir wollen das Geisteskrankeste immer draften, also eindeutig Channel. Channel Fireball, Mishras Workshop, um die Artefakte für drei auszuspielen, drei Mana für Artefakte. Fettis, Stoneforge Mystic, kennt man ja. Der Rest sieht fast schon fair aus, ne? Hymtotauric, ich weiß ja nicht. Also Channel ist super geil und dann kommt der Fireball, das kenne ich sogar auch noch von früher. Ist ja auch unten rechts. Gibt ja auch Eldrazis. Unten rechts sind meistens die besten Karten, ne? Wir geben mal die Artefakt-Mana-Geschichten weiter und gucken mal grünen Ramp oder so, ne? Ja. Bam! Drei Planeswalker. Aber schon halt nicht so die Geist. Aber im Power, also das ist der Powered Cube, ne? Wir spielen mit Power 9, Library of Alexandria und was weiß ich noch alles. Ah, dann ist ein Tappen noch stärker, ne? Ja, andererseits sind Planeswalker fast schon schwach, ne? Ja, man muss, glaube ich, schon sagen, das ist ein schwacher Booster. Ja. Der Goblin Raider. Ich hatte früher mal ein Deck mit dem Goblin Raider. Was war das nochmal? Ein Lifelink-Deck. Irgendwie sowas. Das war geil. So, pickt man jetzt eine grüne Karte, weil wir eh schon den Channel haben? Also der Booster ist echt nicht so stark. Lightning Greaves ist echt ganz witzig, ne, wenn man eh auf Fettis spielt. Ja, Metamorph kopiert irgendwas. Also das Oracle, das rampt halt so ein bisschen. Ja, der Garruk ist auch nicht so schlecht, wegen jetzt Mana halt. Wenn man jetzt interessante Länder bekommt, dann kann der Garruk auch ziemlich krass abgehen. Mhm. Ja. Also ich denke, es ist Garruk, vielleicht Lightning Greaves. Oder halt Orakel, Metamorph. Living Death Combo geht auch tierisch an. Living Death, ja, passt halt gar nicht zum First Pick. Ja. Hm. Remand kann manchmal natürlich auch noch sehr stark sein. Okay, Entscheidungszeit. Mach du. Nimm mal den Nimm das Stärkste. Auf. Garruk. Ja, das mag ich jetzt halt nicht, aber. So. Hier haben wir jetzt Soul of Body and Mind. Das müht den Gegner für 10 und man kriegt einen 2-2 Token, wenn man damit schlägt. Das ist wirklich nur im Limited halt wirklich alles der beste. Hierarch passt auch sehr gut natürlich zu dem Anfang. Ja, ne? Noble Hierarch, im Prinzip so eine Art Bird of Paradise. Exalted. Das ist denn dieses Mirari's Wake, das kennt Mirari's auch noch Wake, ja. Die Kreaturen kriegen +1/+1 und unsere Länder machen doppelt so viel Mana. Das wäre natürlich auch eine Art Ramp-Strategie, aber da würde ich glaube ich eher mal die günstige Karte jetzt picken. Ja. Und dann gucken wir mal. Also Sword oder Noble finde ich hier, aber ich glaube der Hierarch, Noble Hierarch. Ja, ich glaube, ich meine am Ende haben wir vielleicht auch nur 6 Kreaturen im Deck, oder? Ja, genau. Alles das klar. Das kann passieren. Ah, zack. Ja. Und bei all den mächtigen Karten muss man halt auch bedenken, dass man auch günstige Spells braucht. Ne? Ja, aber Jitte reicht schon. Boah, Jitte als vierter Pick ist natürlich schon krass. Ah, Jitte, ja, gleich kommt natürlich, ja, es wird einfach anders ausgesprochen. Ich würde sagen, wir einigen uns alle auf eine andere Sprechweise. Hier gibt es noch Thraktusk und den großen Garruk in grün, aber die sind, glaube ich, einfach nicht so stark. Ja. Solide, aber es ist halt eine Jitte. Ja, Jitte gewinnt halt gegen Kreaturendecks. Andererseits ist es nicht so richtig krass unfair, ne? Also Combo-Decks oder so sind hier eher so Mainz Desire, Yaffmons Will, irgendwas. Wir können ja auch im Blau. Aber Mainz Desire, ich weiß auch nicht. Ja. Storm, ja, habt ihr da Bock drauf? Also die Kreaturendecks gehen schon ziemlich ein. Also den Will finde ich halt sehr, sehr stark, aber jetzt schwarz, da kann Jitte halt eventuell, wenn wir jetzt nichts anderes schwarz kriegen, halt jetzt besser im... Ja, im Mace of Aeth ist übrigens auch noch ganz schön gut, aber wir nehmen mal das mächtigste Equipment aller Zeiten. Da gibt's Natural Order, da habe ich schon Bock drauf. Also eigentlich ist Tarmogoyf ja die beste grüne Karte aller Zeiten, aber Natural Order, wir opfern eine grüne Kreatur und dürfen uns eine beliebige grüne Kreatur ins Spiel bringen. Das ist ja perfekt, oder? Ja, wir müssen halt auch mehr Eindrops quasi noch haben und dann... Und die werden halt schnell uns acceleraten und dann geht's in die Presse. Jawohl, jetzt geht's los mit den grünen Karten. Also hier, das ist einfach ein 8-8er, Soulbond. Ja, ja. Birthing Pod, weiß ich nicht, mit wenig Kreaturen auch nicht so geil. Und Primal Command... Oh, macht halt irgendwie alles so ein bisschen, ne? Aber Burning Pot kann am meisten ausrasten. Ja, aber nur, wenn du halt eine Kreaturen-Chain hast, ne? Wir sind halt noch recht früh und wir wollen noch ewig Natural Order auch jetzt noch ein bisschen Kreaturen picken. Wobei ich den Wolf of Silver da gar nicht so schlecht finde eigentlich. So, als 5 Drop. Ja, ist alles. Er kostet halt 5, dafür verbindet er sich mit einer anderen Kreatur. Also man hat eine 8-8 und der andere kriegt auch nochmal +4/+4, das ist schon ziemlich stark. Ja klar, ist stark. Aber ist also auf Pot habe ich keine Lust. Okay. Ich würde eine von den 5 Drops picken, Silverheart oder Command. Was meint ihr? Ja, dann machen wir den Silverheart. Fetti, ja? Oh, wir werden noch geilere Fettis kriegen. Der ist ja schon ein bisschen langweilig, ne? Ja. Ja, nicht, dass wir jetzt nachher ein viel zu schlechtes Deck haben.
So, Leute. Stasis Growth ist eigentlich ziemlich stark. Ja, dann muss der Gegner 3 Karten oben auf die Library legen. Wir sind im Moment sind wir natürlich... Das gute Wildfire ist auch wieder da. Im Moment sind wir eigentlich eher schwach unterwegs, ne? Ja, aber ich glaube, wir haben halt keine Power oder so gesehen. Einfach mal bei grün bleiben und dann gucken, was geht, oder? Ja, also diesen Maelstrom Pulse ist auch nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Stunted Growth hat halt mehr Blowout-Potenzial. Ja, ne? Die Frage ist halt, ob wir halt mit so viel verschiedenen Karten kriegst du halt eigentlich immer nur eine Karte. Ist zwar immer noch ganz gut, aber... Ja klar, es gibt ja jede Karte nur einmal. Ja. Lotus Cobra ist, glaube ich, eine super Karte für uns. Immer wenn ein Land ins Spiel kommt, kriegen wir ein beliebiges Mana. Oh, Und die anderen Karten sind ja auch viel, viel schlechter. Ja. Also Tempelgar kann man drüber nachdenken, aber ansonsten. So, das ist der Booster, mit dem wir angefangen haben. Da ist ein rot-grünes Doppelland, was wir einfach mal nehmen können. Hey, der Morph! Und das ist, glaube ich, ja, der Morph. Der kann auch alles sein. Der zerstört natürlich. Also ich hätte mega Schiss, wenn mein Gegner erstmal da einen Morph hinlegt. Ja, der zerstört auch echt viele Karten in dem Cube, aber ich glaube, das Mana so ein bisschen zu verbessern an der Stelle. Schadet, glaube ich, nicht. Vor allem, wir wissen nicht, wie bunt wir am Ende noch werden. Also ich finde halt bei dem Morph gut, damit kannst du halt die mega lustigen Bluffs ansetzen. Ja, das ist auch... Ja, ist so okay, vielleicht ist es auch der Morph. Also ich würde den Morph... Du willst Mono-Grün. Okay, Mono-Grün, Ramp. Lightning Greaves ist getabled, das hätte ich nicht gedacht. Das ist Living Death auch. Ja, aber dann picken wir jetzt Lightning Greaves, oder? Avalanche Riders sind auch eigentlich ganz geil, aber... Nee, komm, wir wollen nicht nur faire Karten im Deck haben, oder? Ja. Was macht das? Das holt andere andersfarbige Karten zurück, das ist, glaube ich, nicht so toll. Nein, dann nehme ich mal das grün-blaue Land, oder? Ja. Oder wir nehmen einfach so ein Bounce-Land, was einfach zwei verschiedene andere Farben macht. Ja, nehmen wir die Coast. Ja, ja die Coast. Ich meine, grüne Quellen werden wir sehr viel im Deck haben. Ja, oder du nimmst halt die Battlefield Forge. Aber das geht warum, auch. Warum findet ihr die besser als die Basilika? Die ist auf jeden Fall schlechter als die Basilika. Hey! Garouk. Oh nein, ich glaube, wir sind viel zu fair unterwegs und alle anderen machen total unfaire Sachen. Das denke ich auch. Aber wir haben schon mal beide Garouks. Ah, da ist ein sehr schönes Bounce-Land. Birthing Pod. Vielleicht waren die Booster einfach Quatsch. Birthing Pod, jetzt keine schwarze Karte, oder? Jetzt picken wir einfach auch mal den Birthing Pod. Geht ab. Hey! Boah. Also es darf jetzt keiner grün. Los? Es darf jetzt keiner grün, weil grün zu fair ist. Wir brauchen auf jeden Fall ein Fatty für Natural Order. Ja, halt so. Und irgendwas, was wir channeln können. Ja, Fireball oder Dragon. Ja, es gibt die Eldrazis, die halt total unfair sind, wenn man das früh hat. Und wenn wir den Pod spielen wollen, brauchen wir noch verschiedene Karten, die halt 3, 4, 5, 6 Mana kosten und genau. So. Puh, Leute. Gucken, was die Competition so ist. Spielen gegen War Elemental. Jeremy Watts. Professor Ape, vor dem habe ich Angst. So. Da ist Terrastodon. 9-9 und wir zerstören 3 Non-Creature Permanents und kriegen Elefanten dafür. Das finde ich gut. Man kann auch sich selbst machen. Den nehmen wir schon mal. Ich meine, der Morph ist auch hübsch. Auch wenn natürlich der... Ach, haben sie das Bild geändert hier von dem... Winter Orb. Es gibt ein paar neue Bilder, ja. Welches meinst du von Winter Orb? Oder? Nee, das ist nicht der Deranged Termit, das ist schon ein. Das ist nicht der Deranged Termit, oder? Nee, das ist so eine Art Deranged. Der hat immer Morph für deine Bluff-Pläne. Ah, okay, der andere hatte in Osas Legacy, der hatte irgendwie, wie heißt das nochmal? Der ist auch im Club, der hat Echo. Echo, genau. Winter Orb ist auch der Wahnsinn in unserem Deck. Aber erstmal Terrastodon, oder? Das brauchen wir ja unbedingt. Winter Orb ist halt schon kranker, ne? Leute. Aber wir auch. Natural Order of Terrastodon. Ja, ja. Turn 3. Oder 2. Mit Lotus Cobra. Ja, mit Mox und Lotus Cobra. So, Grisselbrand ist auch gut, können wir aber nicht so gut casten. Ja. Da kann man schon auch mal zocken. Also kann man nehmen, weil es auch. Boah, das ist aber schon wieder nicht so geil alles. Also Grisselbrand, ich weiß nicht, wie wir den ins Spiel bringen wollen. Mit Pot oder was? Also wir haben ja keine Möglichkeit, schwarze Mana zu generieren. Das ist zu krass. Und das sucht nur Grüne, oder? Ja. Und Channel macht nur Farbloses. Okay. Ja. Wir können natürlich jetzt auch in andere Farben gehen, also Meloku ist eine sehr gute blaue Karte. Ja. Eon Chronicler wäre was fürs Mana, aber ich glaube, der ist zu schwach für diesen Cube. Und ansonsten, also Wild Nakatl zocken wir nicht. Ich hätte Lust, man könnte Lodestone Golem nehmen, einfach als 4 Mana. Als 4 Mana, wobei dann auch... Das ist halt auch der Idiot, ne? Also den eher haten, dass sie nicht Artefakt-Decks gegen uns spielen. Aber ich würde den auch ausspielen, so ist es nicht. Echt? Also wenn wir noch mehr günstiges... wir können auch Turn 2 Channel Lodestone Golem machen oder so. Ja. Irgendwie kommt er mir besser vor als der Meloku. Meloku ist doch eher so eine Kontrollkarte, oder? Ja. Und Grisselbrand sehe ich halt nicht, leider. Nee. Eigentlich, der kann halt Counterspell irgendwie nehmen. Aber wollen wir noch kein Counterspell-Deck werden. Eigentlich nicht. Rofellos! Rofellos und dann aber wirklich nur noch Fettis.
Weil ich guck mir gar nicht an, was noch im Booster ist. Wir werden einfach monogrün, habe ich den Eindruck. Nur Forest? Hoffe, das ist der einzige Band Commander oder sowas, oder? Ja, ich glaube, Emrakul vielleicht auch noch dazwischen. Okay, Leute. Oh Gott. Muss doch. Rofellos Turn 2, Wolfie Silber hat Turn 3. Oder Garruk? Aber ist das ist doch gar nicht so ausgerastet. Ja, also die wir haben es versucht. Also ich will endlich Fireball und den ganzen Kram haben. Für Channel Fireball. Ja. Ja, ich möchte, mir wird schon ein Kozilek reichen. Ja, aber ganz ehrlich, 12 Mana, 10-10. Wenn du ihn spielst, ziehst du. Strip Mine. Ziehst du 4 Karten. Ja, Leute, also hier wurde uns ein Powered Cube versprochen und ich habe noch keine Power Card. Ja, also Return to Ravnica ist stärker, ne? Ja. So, Strip Mine ist gut. Dieser Edric passt nicht ganz ins Deck, wir haben nicht genug Kreaturen. Obwohl, wir haben aber doch viele auch von Pizzles Kreaturen, wenn wir jetzt gegen Controller spielen und der, da kann man plötzlich sein, dass wir mal ganz schnell viele Karten ziehen. Ja, aber so viel haben wir nicht da. Ich würde trotzdem mal nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir trotzdem, also dass die anderen noch weniger Kreaturen spielen. Aber den tabeln wir doch auch. Ja, weil gerade wenn die keine Kreaturen spielen, dann kommt es halt. Hier können wir ein bisschen eine gegnerische Bibliothek durchsuchen und eine Kreatur aus dessen Deck unter unserer Kontrolle ins Spiel bringen. Das ist vielleicht die stärkste Karte in dem Booster. Ja. Aber wir gehen natürlich von dem monogrünen Plan weg. Ja, nee, aber nimm das bitte wir mal. Wollen wahrscheinlich das könnte eventuell auch fürs Sideboard unfassbar wichtig werden. Das ist einfach besser, oder? Also Strip Mine wäre, glaube ich, meine. Also ich hätte da Strip Mine, genau. Vielleicht spielen wir die Barbie nachher nicht. Kann halt passieren. Tropical Island wäre schon mal ein Start für Blau. Aber hier sind richtig Genesis Wave rastet am meisten aus. Eindeutiger Pick. Die obersten X Karten und die Permanents mit Kosten X oder weniger kommen ins Spiel. Und das natürlich mit Channel und Rofellos. Die nächsten 20 Karten. Also wir haben. Ja, also okay, Monogrün. So. Der Manticore. Razor mein Masticore. Achso, das ist ein neuer Masticore. Ich kenne auch den alten. Bion konnte fliegen, den konnte auch pumpen, ne? Könnte man sogar einfach mal nehmen hier, oder? Ich glaube, ich würde einfach Stomping Grounds nehmen, weil auch noch die ganzen Fireballs halt wirklich auch picken wollen. Welche Fireballs? Wenn die kommen, halt irgendwie. Es gibt keine Fireballs. Ja, es gibt da schon ein paar. Ist der, auf den Masticore habt ihr keinen Bock? Doch, der ist nicht so schlecht. Also, er ist auch nicht so super, aber also wir haben halt was wir mit unserem Mana machen dann. Ja. Stomping Ground finde ich irgendwie schwach. Ich weiß nicht, ob wir wirklich noch was splashen am Ende. Du bist echt monogrün hier am Start. Mit Rofellos haben wir ein gutes Argument, ne? Der ist auch ein Forest, also insofern. Ja, das stimmt auch. Ne? Aber ich hätte Bock auf den Fatty. Tobias? Fatty! Alles klar. Das war einfach. Ich kannst immer Tobi fragen, nur um deine Fatty zurückzukriegen. Lion's Eye Diamond ist, glaube ich, ein bisschen zu combolicious im Moment. Jeder Spieler opfert alle farbigen Permanents. Ist vielleicht auch nicht das Beste für uns. Nee, das ist eigentlich fast die. Und hier ist ein Land, das auch ein Sumpf, ein Forest, der auch ein Sumpf ist. Ja. Ja, oder doch, alles opfern? Nee, das ist doch Quatsch, oder das wollen wir überhaupt nicht. Nee, das ist eigentlich die Karte, wie wir fertig gemacht werden. Außer wir haben halt. Außer wir haben Morphs im Spiel. Okay, jetzt nehmen wir mal das Duelland hier. Zack. Da ist noch ein Duelland. Curse Scroll ist, glaube ich, in dem Format sogar relativ schlecht. Splashen wir denn irgendwas eigentlich? Im Moment nicht, oder? Also Curse Scroll kann man picken, aber ich halte die für sehr, sehr schwach. Ja. Also ich würde die Catastrophe einfach rausnehmen. Ja? Ja. Okay. Weil überleg mal, wie wir uns blöde angucken, wenn wir ja gerade hier alles rausgehauen haben und der einfach Catastrophe spielt. Ja. Das ist übrigens sehr interessant hier. Also Wickerbow Elder ist so ein 3-3er, der 4-4 wird, wenn man damit ein Artefakt oder Enchantment zerstört. Der ist nicht verkehrt, aber hier ist auch Null Rod. Activated Abilities of Artifacts can't be activated. Das ist also auch für Mana Abilities. Ich glaube, dass das manche Decks ziemlich alleine besiegt. Aber ist schon eine Sideboard, ne? Ja, ich würde es fast main decken. Ah, okay. Weil wir brauchen halt gar Wir sind keine. Ja das faire Deck, ne? Ja. Wir ja. müssen ein bisschen was machen, um das. Dreadmangler? Agro? Dreadmangler, ja. Ja, ist immer noch, dass es am besten zu uns passt. Aber ich glaube, der Chronicler wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ah, geht auch. Chronicler könnte. Also, wir haben halt noch die Bribery, ne? Ja. Deshalb denke ich, dass wir vielleicht eher blau werden. Chronicler, der ist schon geil. Der hat aber X im Ding. X Frost Titan, perfekt. Wir sind blau, doch dazu. Okay. Was macht der Frost Titan? Frost Titan ist 6-6 und wenn der Gegner ihn töten will, muss er 2 extra bezahlen, also wenn er ihn anzielen will. Und wenn er ins Spiel kommt oder angreift, tappt man ein Permanent, was nicht enttappt. Oh, was niemals enttappt. Ich glaube, das Disenchant könnte man mal nehmen. Bloodgast ist zwar stark, aber brauchen wir ja nicht. Ja, ist egal. So, whenever a player casts a spell, counter it. Okay. Okay. Stomping Ground. Ja. Ist gut, ne? Ja. Okay, also das mit dem Mana ist mir jetzt noch nicht ganz so klar. Wir haben vor allem die Tropical Island gepasst. Die wäre eigentlich am besten gewesen. Da war glaube ich, Genesis Wave drin.
Ja. Okay, dann war es ja, alternativlos. Ja. Insofern. Wir können ja auch mit der Genesis Wave den Frost Titan ins Spiel bringen. Ja, klar. Ne? Das stimmt. Also weiß und schwarz spielen wir ja wahrscheinlich nicht. Nee. Und also, Rot haben wir noch nichts. Und drei Drops haben wir auch nicht, okay. Ja, wir haben auch schon drei Drops. Da wir werden die dritte Runde ja eh über wir haben nicht so viel überspringen. RAM. Wir haben nicht so viel RAM. Wir haben fast ja, nichts. Ja. Oh, doch, da sind schon ein paar. Das, also das, wir müssen uns nachher mal überlegen, was das Nullbot alles kaputt macht. Und, was ist das denn für ein blauer Planeswalker? Das ist Tamios, ein 5-Mana-Planeswalker. Der ist nicht verkehrt, aber ich glaube, dass wir eine grüne Karte haben wollen. Ja, oder Turnabout, das kenne ich auch noch. Oh, Gas Cradle. Ja, wir haben auch nicht mehr so viel Kreaturen. Gas Cradle, vielleicht kriegen wir den Elfen hinterher. Ja, andersrum, oder? Hm. Also Gas Cradle ist der Hammer. Du meinst, dass man das Gas Cradle wheelen kann? Nein, ich glaub, eher auf gar keinen Fall. Nee. Wie soll das denn gehen? Aber du bist sehr konservativ, Domi. Da habe ich nicht so viel Lust drauf. Also Gas Cradle haben auch nur 10 Kreaturen. Das ist nicht der Oberwahnsinn unterm Deck. Ja, ne? Das stimmt schon. Aber dafür geht es natürlich völlig bekloppt ab, ne? Wir brauchen ja. Also, ja. Also der Aberelf ist richtig gut in unserem Deck. Das muss ich schon sagen. Ja. Und das Cradle könnte zurückkommen und dann ist es richtig gut, wenn wir den Aberelf haben. Wenn wir das Cradle picken und keinen 1-Drop mehr kriegen, dann ist das Cradle relativ schlecht. Ja. Genau, also Aberelf funktioniert alleine. Cradle braucht den Aberelf fast. Oder andere 1-Drops, klar, die kann es auch noch geben, aber. Ich befürchte, dass er recht hat. Ah, gut. So. Oh, Fauna Shaman. Fauna Shaman ist Survival of the Fittest als Kreatur. Dann können wir uns beliebige Kreaturen aus unserem Deck raussuchen. Finde ich schon mal gut. Das scheint mir besser als einfach Harmonize drei Karten zu ziehen. Ist halt auch wieder super fair, ne? Also Harmonize ist fair, ja. Ah, nur der Creator, der Masticore. Schade. Das ist der alte Masticore. Ja. Ja. Wir haben ja schon einen, Masticore. Das ist halt auch die beste Karte auch in dem Booster. Fauna Shaman, also, ne? Maut ist natürlich auch krank. Also da ging euch auch keinen Bock. Nee, aber dann macht vielleicht auch so ein Vigilante Sinn. Dann hat man nämlich eine Lösung für irgendwas im Deck. Ja. Und unser Deck kann noch ein bisschen günstige Sachen gebrauchen. Da ist der Deranged. Ja, Lanowa Elf ist aber wahrscheinlich alternativlos. Lanowa Elf ist zu stark. Also wir brauchen. Wo ist Simic Signet geht auch. Weil, wir brauchen noch den 1-Drop, der Mana macht. Also Lanowa Elf. Und wenn wir das Cradle tablen, dann haben wir ein richtiges Deck plötzlich. Genau. Also Time Spiral ist natürlich auch immer wichtig. Ja, wir haben leider die Brokenen Optionen haben wir nicht. Und ich finde es eine Frechheit, dass alle die anderen. Alle Powerkarten gepickt haben. Warte mal, Scavenging Ooze oder Port? Shaden Port. Der Port ist hübsch. Hm. Scavenging Ooze ist eigentlich total schlecht, oder? Ist einfach ein 2-Mana 2-2er. Gegen Reanimator ist er super. Nee, Port muss besser sein. Ja, Port. Diese Karten kennt Tobi, glaube ich, gar nicht alle. Ja, doch. Richtig Port nicht alle. Oh, Auron Viper, die könnte in unserem Deck sogar was können. Ist die besser. Immer wenn sie dem Gegner Schaden macht, ziehen wir eine Karte. Simic Growth Chamber? Auf jeden Fall, oder? Okay. Also mit dem Blau, ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht so ganz. Vielleicht zocken wir einfach den Frost Titan, auch wenn wir ihn nicht casten können oder so. Aber die Growth Chamber macht unser Deck, glaube ich, nicht wirklich besser. Okay. Das und die Viper passt auch perfekt. Wir haben noch keinen 3-Drop. Wir brauchen und wir eigentlich haben drei... auch dringend Tutoren mal langsam, ne? Ja, ich glaube, da kommt nichts mehr, aber... Das ist... Ja, was heißt schon Tutoren? Wir haben den Fauna Shaman. Ja. Und wir haben Natural Order. Ja. Wir haben nur einen Fett hier, ne? Ja. Es war gut, dass wir den Wolf gepickt haben, sonst stünden wir nachher ohne Targets da. Der Wolf wirkt eigentlich wie der Idiot, aber jetzt wird er... Oh, Rude Awakening, oder? Ah, oh, jetzt ist auch noch ein Birds of Paradise. Das ist... Also Birds of Paradise und Breeding Pool finde ich beide besser als Rude Awakening. Ja, es ist halt schon geiler, finde ich, ja, ne? Leute. Breeding Pool ist halt Forest und Island zusammen. Und Birds of Paradise macht unsere Starts noch besser. Ja. Hm. Ja... Aber wir haben ja. Aber am Ende haben wir nur Mana und werden komplett fertig. Ja, aber das Rude Awakening ist nicht, was wir unser Deck gewinnen will. Wir haben nicht mega viel Land im Spiel. Ja. Deshalb ist das keine Option. Birds of Paradise oder Breeding Pool sehe ich nur die Option. Ich glaube, Birds of Paradise ist besser. Ja, ne? Vor allem, wenn wir drauf setzen, dass das GS Creator noch weird. Finde ich auch leicht optimistisch, aber kann man ja mal drauf setzen. Ne? Oh, der ist interessant. Elves oder Eternal Witness? Ja, der Elfen machen schwarzes Mana und machen einem dafür einen Schaden. Eternal Witness, um irgendwas Beliebiges wiederzukriegen. Das mit Fauna Shaman natürlich auch ganz Also, Eternal Witness finde ich ganz gut. Ja, wir haben jetzt auch vier Kreaturen, die einen Mana machen. Ja. Ne? Dann müssen wir nicht noch die picken, die uns einen Schaden macht. Und was anderes jetzt noch rein zu splashen, ist ja Quatsch. Naja, sehe ich nicht. Also, Sun Titan kann die ja jetzt nicht besser sein. Die beste Karte ist ja Ealing Ring Souls. Ja, klar. Ah, der Revelark wäre interessant gewesen. Hätten wir mal kurz drüber nachdenken können. So. Grüne Karten, Stranglewood Geist und was ist das hier? 1-1 Islandwalk. Wenn es dem Gegner Schaden macht, zieht man so viele Karten. Eventuell gar nicht so schlecht. Mhm. Also so wie ich mir das vorstelle, wir versuchen eigentlich was Faires zu machen und die was Unfaires. Und wir haben halt vier Kreaturen, die Turn 1 was beschleunigen. Dann einfach mal sowas hinzulegen. Ja.
Wrath of God ist natürlich auch noch sehr stark. So gegen uns, ja. Aber jetzt ist die Jit natürlich der Wahnsinn in dem Deck. Das finde ich geil. Ich glaube, also wir können auch jetzt nichts rausnehmen oder so. Das sieht halt aus wie ein ganz normales. Mit dem Blau müssen wir halt mal gucken. Die Brabby würde ich super gerne spielen, weil ich halte die für super stark. Cradle ist weg, klar. Schade. Arbiter Augustin, Manrique Gosari, Weinlösch Kutsu. Ich nehme mal dieses Anti-Equipment-Ding, das kann man zumindest im Sideboard spielen. Der Arbiter, den können wir uns nicht leisten vom Mana her. Jetzt sähe es natürlich viel besser aus, das Cradle genommen zu haben, weil wir die ganzen Eindrops bekommen haben. Wir haben halt 3 Eindrops bekommen. Jetzt alle im letzten Booster quasi. Ja. Ja. Lightning Greaves spielt man in dem Deck, oder? Mit Haste und Shroud. Dann kann man aber Nullbot nicht spielen mit Lightning Greaves und Jitte. Ja. Oder das wäre ein bisschen... Ja, also ich glaube, dass das Nullbot immer noch ziemlich gut ist, aber wahrscheinlich nicht gut genug. Ich finde, wir können ja auch die Artefakte rausbauen, wenn es da wirklich passend ist. Ja, oder irgendwie so ein Mix. Ist doch gut, oder? Bayou brauchen wir nicht. Factory ist doch wohl besser als Masticore. Ich glaube, den Masticore brauchen wir nicht. Nee. Echt nicht, aber ich finde... Guck doch mal, wir haben noch... Andererseits, also die Factory ist auch nicht so gut. Und was machen wir mit den ganzen, wenn die ganzen Typen da Mana bringen, dann kann der Masticore plötzlich dann doch am Ende ziemlich aufgehen. Ja, das ist schon ein Argument. Ich finde den Ancient Grudge gar nicht so schlecht. Gegen manche Decks. Aber Masticore... Ja, man unendlich Playmist auch, ne? Aber ja, das würde ich aber gar nicht überschätzen. Die Range Term hat mal genommen. Den zocken wir doch auch, oder? Ja. Ich meine, also wenn wir den Birthing Pot spielen, ist die Range Term mit übrigens super stark. Ich nehme mal den Firestorm raus. Der macht... Baba. Hier ist das hier. Das ist nicht so schlecht. Ja, ich will es nicht mit meinem Deck haben. Na gut, das stimmt. Also das zerstört alles von uns für sehr günstige Kosten. Das lassen wir irgendwem anders, um die Artefakte zu heben. Ich glaube, Ios ist natürlich richtig cool in dem Deck. Aber ja gut, was holen wir denn? Einfach nur mehr Mana. Ja, ja, klar. Ja, das finde ich nicht so toll. Obwohl... Den Gang Shinobi. Nicht spielen. Den Gang Shinobi müssen wir ja nicht picken. Ja, das hat ja gut geklappt. Naja, nicht so. Also, was haben wir für blaue Quellen? Hierarch, Birds, Coast. Gut, dass wir die haben. Sind 3. Ja. Wir können außerdem den Frost halten, auch über Genesis Wave und vielleicht Birthing Pot ins Spiel bringen. Ja, aber also, ich schätze ja, dass wir den Pot einfach spielen, ne? Auch weil es witzig ist. Ich finde den Pot richtig gut. Ach, Lotus Cobra macht auch noch Blaues. Ja. Chenne ist, glaube ich, gar nicht so toll in dem Deck. Ja, Chenne sehe ich noch überhaupt keinen Grund für zu spielen. Weil wir nichts richtig ausspielen können damit. Also für Genesis Wave, das ist natürlich der Wahnsinn. Ja. Ja, aber ich glaube auch so werden wir... Okay, Domi, du hast recht, wir haben viel zu viele Karten. Ja, und jetzt hat auch diesen random Masticore reingelegt. Ja gut, Lodestone Golem will man sich auch noch cutten. So. Aber ich will diese blauen Karten, weil die sind halt wenigstens mal, die gewinnen dann wenigstens mal das Spiel. Das stimmt, also der Chronicler ist noch am schlechtesten, aber Bribery und Frost Titan sind eigentlich zu gut, um sie nicht zu spielen. Naja, die brauchen wir. Und random Golems und Masticore. Wir können hier viel cutten, ist ja alles kein Problem. Also den Golem würde ich rausnehmen, den Morphling, den Morpher als Sideboard-Karte. Wobei wir brauchen die also, 4 also den Channel lasse ich drin, wenn wir ein paar Artefakte im Deck haben. Weil dann zockt man das auch einfach mal Turn 2. Und legt irgendwie sowas hin. Na gut. Das kann nicht so schlecht sein. Wir brauchen die 4 drauf, wenn wir Birthing Pot spielen. Ja, aber Birthing Pot finde ich schlechter als Channel. Ich finde Channel viel besser als Birthing Pot. Ja. Was war Birthing Pot nochmal? Dann können wir eine Kreatur opfern und uns eine teurere raussuchen. Das braucht unser Deck nämlich nicht so sehr. Nee. Scheint mir. Das können wir eigentlich drauf verzichten. Hier brauchen wir auch nicht so viele von den Karten. Stunted Growth ist aber doch super, weil das perfekt zu unserem Ramp-Plan passt. Eternal Witness spielt man eigentlich immer, oder? Ja, ja. Oder seht ihr irgendwie, dass man die cutten könnte? Cutten. Ja, die ist nicht so toll in unserem Deck, ne? Weil was holen wir eigentlich wieder? Das, wenn, was wir mit dem Terrastodon zerstört haben. Ja, wenn irgendwas zerstört ist bei uns, dann ist es halt im Friedhof. Dann holen wir es eigentlich nicht mit einem 2-1er wieder, oder? Ja, gut. Vielleicht können wir die auch cutten. Wie viel Land wird es denn spielen in dem Deck? 15? Der Port 15 oder 16, würde ich sagen, oder? Da fällt mir jetzt schon genug Platz. Ja. Ich weiß nicht, ob man die Lightning Greaves zwingend braucht. Die sind so okay halt. Auf Rofellos oder unseren, die halt direkt Karten ziehen, ist es okay, aber es kommt mir nicht so ganz so mächtig vor halt. Also den tun wir auf jeden Fall mal hin. Ja, jetzt holst du noch und Bribery die Bribery rein. Auch. Und dann müssen wir mal überlegen. Ich würde hier den Morpher würde ich als erstes rausnehmen. Obwohl wir Fauna Shame haben, um den zu suchen. Also der wird oft Ziele haben, ne? Der ist aber natürlich nicht mächtig oder so. Ja. Der ist halt einfach nur so okay. Natural Order ist auch mal noch der Wahnsinn. Ja, es ist gut. Dann in den Lodestone Golem. Lodestone Golem ist schon der Idiot. Weil der macht doch unsere ja auch teurer.
Also unser Channel wird immer schlechter, umso mehr Artefakte wir rausnehmen, ne? Das Channel ist halt auch nicht so super. Ja, aber das Channel kann auch total bescheuert sein. Ja, mit Genesis Race halt, spielt man es halt, aber... Ja, aber Grease. Grease würde ich schon cutten. Du willst halt nicht Channel für Lightning Grease spielen. Das ja, worauf machen wir Lightning Grease? Halt jetzt auf Hatties? Irgendwie scheint es nicht so stark zu sein, ne? Ja. Okay. Weil das dann flattet man ja auch mit den Griefs so ein bisschen, ne? Den Chroniker, den können wir ja suspenden und dann zieht er uns eine extra Karte pro Zug. Ja. Der ist aber blau. Und die Frage ist, ob das unser Gewinnplan ist, ne? Ob wir uns das überhaupt leisten können, so langfristig zu spielen, sozusagen. Aber was bedeutet suspend, wenn du ihn ins Spiel bringst? Ne, er kommt mit, also für X und 4 wird er ins Exil geschickt und dann gehen die Counter runter pro Runde. Und wir ziehen eine Karte pro Counter, den wir entfernen. Okay. Und danach kommt er ins Spiel. Oh. Das ist schon eine geile Karte. Oder? Wir könnten den Puls übrigens splashen. Ja. Mit Bayou, Birds Cobra. Und Cobra. Ist es nicht ausgeschlossen? Ja. Auch mal noch was zu machen, dass wir den Gegner ein bisschen stoppen können. Ja, das finde ich eine ganz gute Idee. Das wäre vielleicht sogar noch ein besserer Ansatz für unser Deck. Dass wir noch mehr auch versuchen zu disrupten, was der Gegner macht. Gefällt mir auch gut, weil wir haben halt, wir müssen uns gegen ein paar Bomben zur Wehr setzen, die auch einfach das Spiel entscheiden können. Genau. Und dann müssten wir jetzt nochmal neu evaluieren, was wir wirklich im Deck haben wollen und was nicht. Ja, weil dann können wir wirklich ein paar von den Artefakten wahrscheinlich einfach rausschmeißen. Und dann müssen wir das Channel und dann das. Ja, aber vielleicht ist unser Deck einfach besser dann. Ja. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir durchaus vorstellen. Wo die Chance auf Genesis Wave mit Channel ist immer noch zu. Ja, aber ich kann mir halt vorstellen, dass in diesem Deck wir trotzdem, guck mal, so ein Rophelos oder, also wir haben auch einen Lotus Cobra, also da gibt es ein paar Möglichkeiten, wie man mal plötzlich. Genau, also jetzt mal. Wenn ich es richtig sehe, wenn wir den Deranged Hermit ausspielen, geht die Lotus Cobra auch erstmal ab, oder? Haben wir auch erstmal das Mana komplett wieder drin. Nee, der Hermit macht nichts mit der Cobra. Nee, genau. Lotus Cobra mit dem die, wenn wir Länder spielen. Achso, wenn wir Länder spielen. Ja. Aber das ist ja trotzdem okay. Also ich habe immer mehr Lust auf diesen Puls plötzlich. Ja. Und weniger auf den Channel. Und dann müssen wir aber Kreaturen cutten. Und der Masticore ist ja wohl. Ja, aber wenn wir die Artefakte cutten, dann kann man auch wieder Null Rot hier auch dann reinnehmen, ne? Ja, das stimmt. Achso, aber Jitter cutte ich nicht, oder? Nee, aber ist ja auch, also die Wahrscheinlichkeit, wenn man zwei Artefakte hat, dass man Null Rot und Jitter dann zusammenzieht, ist ja auch nicht allzu hoch. Aber will man Null Rot einfach spielen, weil man davon ausgeht, dass es den Gegner mehr stört als uns? Ich finde es nicht. Oder boarden wir es rein? Also boarden auf jeden Fall. Ja, im Sideboard ist es ja, das liegt ja fest. Also, das finde ich jetzt eigentlich okay. Also, den 5-Drop würde ich schon im Deck lassen, weil der auch einfach schnell kommt und 5-3er ist eine gute Ansage. Stunted Growth würde ich mit Rophelos immer spielen. Ja, ja. So, wir sind jetzt auf, so haben wir 16 Land im Deck. Ich finde 16 Land halt recht viel für das Deck. Ich würde das eher bei 15 spielen. Ja, das kann man machen. Wir haben aber auch einen Reshaden Port und unser Mana ist nicht so super. Ich finde den Burning Port auch immer noch ganz geil, muss ich sagen. Ja, aber wenn die wir können die Chain ja noch nicht mal fortsetzen. Aber Vigilante ist ein 4-Drop. Vigilante ist ein 4-Drop? Ja. Da kommen Argumente ins Spiel. Also Birthing Pod ist mächtig. Ich finde nur das, was wir raussuchen können. Hermit, Frost Titan ist halt geil. Also da oben wird's cool. Da oben wird's cool. Ja komm, nimm ihn mal rein. Aber dann spielen wir keinen Null Rot. Also das ist ja dann Quatsch. Ja gut, aber das wäre dann das Deck. Das wäre ein 15-Land-Deck jetzt. Ja. Und ohne Channel, Leute. Unser First Pick ist nicht im Deck, ne? Ja. Und, aber Reshaden Port spielt man auch immer. Ja. Das muss man. Okay. Dann ist... Ne. Also den cutte ich nicht. Das, ja klar. Das ist einfach so. Wir haben jetzt Bayou. Moment, hier sind... der Hierarch macht Blaues im Prinzip. Und Bird macht Schwarzes und Lotus Cobra macht natürlich auch Schwarzes. Also machen beide. Wir haben halt drei schwarze Quellen für einen Schwarzen, wenn man so mit drei rechnet. Ich finde, da muss man jetzt keinen Sumpf spielen. Nö, finde ich auch nicht. So, dann ist das ja schon mal geklärt. Dann müssen wir uns nur noch um Blau Gedanken machen. Das sind halt vier. Island. Wir haben drei Länder, wir spielen noch 12 Länder. Aber wir können doch auch zwei spielen. Ja, jeder Fault ist halt so cool mit Rophelos. Aber das ist okay. So. Aber also zwei Inseln würde ich schon mal ins Deck tun. Ich meine... Und ja, wie Markus spielt man doch auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann hat man, ist ja besser als alle. Haben wir halt sechs blaue Quellen, das ist nicht super viel. Nee. Wenn wir die alle zählen hier. Das okay. Das ist okay. Wir haben auch wir übrigens. Wir brauchen ja eh, dass wir Frost Titan ohne Blau ausspielen können. Code Alt Selkie.
Koldateki ist ja eh grün. Aber ist eh grün. Der wir können mit dem Garruk, mit dem Garruk können wir auch noch ein blaues Land enttappen. Das stimmt. Wenn wir eins haben. Der Garruk ist aber gar nicht so geil im Deck, ne? Aber der ist oft unter. Eventuell, also manchmal kann man auch einfach brauchen halt den Overrun von dem Garruk. Ja, ja, man kann vielleicht einfach mit dem Overrun. Der hat echt viele Kreaturen. Genau. Und wir haben noch Natural Order auf Terrastodon. Ja. Der Port könnte natürlich manchmal blöd sein, ne? Also wir brauchen halt zwingend eine grüne Quelle. Ja. Aber wir haben, das sind alles grüne Quellen. Ja. Wir haben 12 von unseren 15 Ländern sind grün. 15 ist halt wenig Land, aber es ist richtig. Aber gut, dass der Azor Elf stark ist in dem Deck, ne? Das finde ich halt auch beruhigend. Ja gut, das Cradle wäre auch richtig gut. Ja, das Cradle wäre richtig gut. Ich habe mich dafür ausgesprochen. Guckt im Replay nach, Jungs. Ja, wir wissen ja nur, wir hatten noch keine 1-Drops, deshalb. So, wir müssen jetzt noch kurz warten, aber dann stoppe ich mal und wir sehen uns in Runde 1, ne? Ja, bis gleich.